Hallo zu einem neuen Video von Blossom Nail Couture. Ich will euch heute gerne die Folie The Beach auftragen bzw. auf einen Nagel aufbringen. Ihr nehmt euch dazu den Transferfolienkleber Extreme. Wir sind jetzt gerade auch am Foliengel am Arbeiten, aber das ist ein Bestseller seit Anfang der Marke. Von daher nehme ich den natürlich heute auch. Dann bestreicht ihr einen Tipp, das mache ich jetzt gleich, dünn mit diesem Transferfolienkleber. Lasst das trocknen, bis das komplett transparent ist. Also es ist erst so weißlich. Ihr seht das ja auch, ne? Das ist so ein etwas weißlicher Lack. Der wird aber, wenn er trocknet, komplett transparent. Und daran kann man erkennen, wann es soweit ist. Wenn er transparent ist, dann gebt ihr die Folie drauf. Aber das zeige ich euch jetzt. So, wenn ihr, ich habe jetzt hier so ein etwas älteres Display, das nehme ich immer dazu, wenn ich so Sachen vorführe. Die Sachen habe ich natürlich knipst, damit ich das euch jetzt vernünftig zeigen kann. So, ihr legt dann die Folie, platziert sie, wenn das alles schön getrocknet ist. Jetzt bin ich auf die Klebefläche gekommen mit meinem Handschuh. Ich hoffe, das macht nichts aus. Ich werde das jetzt auch nicht schneiden, damit ihr seht, dass das alles ohne Schnitt hier gezeigt wird, weil wir verkaufen ja da nie die Katze im Sack. Ihr nehmt das dann, macht das dann schön fest. Ich nehme da immer noch mal ein Silikontool oder eine Zillette, um das Ganze dann noch mal so richtig schön an den Nagel anzubringen, damit man auch nachher keine, mal gucken, ob das jetzt überhaupt klappt, weil ich bin ja eben leider auf diesen Tipp gekommen mit meinem, also da könnte ich mich jetzt schon wieder drüber ärgern mit meinem Handschuh. Aber das ist halt so, wenn man ohne Schnitt das zeigt. Und dann nehmt ihr langsam die Folie ab, hat aber einwandfrei geklappt. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen. Hier ist alles weg, sieht man, ne? Überall, wo ich dran war, ist es weg und herrlich auf dem Tipp übertragen. Eine schöne Meeresbrise. Ich versiegel das jetzt nochmal und bin dann gleich wieder für euch da. Oh, hier habe ich sogar auch noch ein bisschen was draufgepackt. Da bin ich mit dem Kleber vorhin dran gekommen. Oh Mann, ey. Naja, egal. Ich versiegle das nochmal und bin dann gleich wieder da. So, hier dann nochmal das fertige Ergebnis. Je nachdem, wie ihr das haben wollt auf dem Nagel, könnt ihr das natürlich platzieren. Ich habe jetzt so ein bisschen, wo die Gischt war und jeder kann das sich dann selber aussuchen, was er mag. Die Transferfolie deckt auch sehr gut. Das heißt, ihr könnt sie auch auf Farben anwenden. Das müsst ihr je nach Belieben machen. Ja, und das war das Video dazu. Es ist halt sehr, sehr einfach, ne? Versiegelt habe ich es jetzt am Ende mit dem Mirror Glaze. Der ummantelt das schön. Achtet drauf, dass ihr unten einen 0,1 mm so circa abfeilt, weil denkt dran, das ist immer wieder so eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Das haben auch schon ganz viele anderen Marken in ihren Videos genannt und wo auch immer. Wenn ihr Transferfolien verarbeitet, egal ob ihr die mit Transferfoliengel oder mit Lack oder mit einem Kleber verarbeitet, dann ist das ganz einfach so. Wenn ihr die Folie auf den gesamten Nagel klebt, so wie jetzt hier als Fullcover, dann müsst ihr immer rechts und links, also überall an den Seitenrändern, so einen minimalen Rand haben. Den muss man gar nicht groß sehen, ne? Das geht nur darum, dass ich Gel mit Gel verbinden kann. Weil ansonsten müsst ihr euch das so vorstellen, als wenn ihr quasi dickes hier, sagen wir mal, Klebeband, so ein doppelseitiges Klebeband, so wie ihr es bei den Clip-on-Nails nehmt, draufklebt und dann das Gel draufpackt. Das könntet ihr auch ganz normal wieder abziehen. Und das ist manchmal der Grund, warum dann die Folien, wenn die Kunden damit hantieren und ein bisschen rumknibbeln und ein bisschen zum Beispiel als Kassiererin arbeiten, dass dann irgendwann die Folie abplatzt. Kann nicht passieren, wenn ihr also so einen minimalen Rand macht. Das muss nicht so ein dicker. Manchmal sieht man, dass das manche so 1,5 bis 2 mm Rand machen. Das ist gar nicht notwendig. Also so noch nicht mal ein halber Millimeter, das ist für das
Auge kaum sichtbar, reicht schon. Und dann mit so einem schönen dickviskosen Versiegler wie dem Miroglaze versiegeln und dann habt ihr keinen Ärger damit. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!